So, wir haben hier einen Träger auf zwei Stützen gegeben mit einer dreiecksförmigen Streckenlast. Der Aufgabenteil A ist einfach. Wir sollen also die Streckenlast als Funktion von x bestimmen. Und wir bekommen natürlich raus, q von x ist q mal x durch l. Wir können einfach sehen, wenn wir für x l einsetzen, kommt wieder q raus. Und es steigt linear an und für x ergibt sich 0. Im Fall B sollen wir die Differentialgleichung der Biegellinie nehmen. W4 gestrichen ist gerade gleich q von x durch ei. Sollen die viermal integrieren und die Integrationskonstanten bestimmen. So, wir fangen also an. Das ist also jetzt erstmal q durch ei mal x durch l. W3 gestrichen ist also gleich QL durch EI mal x Quadrat durch 2L Quadrat plus C1. Ich integriere das also so, dass ich es gleich mit L erweitere. Dadurch bleibt das in der Klammer dimensionslos und das C1 ist jetzt also auch dimensionslos. Das heißt, sämtliche Dimensionen sind hier vorne. Das ist die Dimension zum Beispiel jetzt einer Querkraft. Und das hier hinten in der Klammer sind nur dimensionslose Zahlen. Das x wird also erstmal zu x Quadrat halbe integriert. Dann wird das Ganze mit L erweitert und dadurch habe ich es wieder dimensionslos in der Klammer. Jetzt kommt W2 gestrichen. Ist gerade gleich QL Quadrat durch EI. Ich erweitere also wieder mit einem L. Und das ist jetzt x hoch 3 durch 6L hoch 3 plus C1 mal x durch L plus C2. W2 gestrichen entspricht nun dem Moment. Wir wissen, das Moment ist minus EI W2 gestrichen und von dem Moment weiß ich, dass es auf beiden Seiten gleich 0 ist. Ich weiß also, dass W2 gestrichen an der Stelle 0 gleich 0 und dass W2 gestrichen an der Stelle L gleich 0. Und daraus folgt jetzt, dass C2 gleich 0 ist und daraus folgt, dass C1 gerade minus ein Sechstel ist. So, jetzt geht es also weiter. Ich klammer da noch ein bisschen was aus. QL Quadrat durch 6EI. Und dann habe ich hier stehen x hoch 3 durch L hoch 3 minus x durch L. So, jetzt sind wir beim W-Strich. Das ist QL hoch 3 dividiert durch 6EI. Und dann wird wieder integriert. X hoch 4 dividiert durch 4L hoch 4 minus x Quadrat durch 2L Quadrat plus C3. Also der normale Integrationsprozess jeweils mit L erweitert, dadurch in den Klammern immer alles dimensionsfrei und dadurch auch meine Integrationskonstanten immer nur ganz normale Zahlen. Sehr praktisch auch, wenn ich irgendeine Stelle einsetze, dann habe ich eben hier nur irgendwelche Zahlen und hier hinten vorne habe ich die Dimension. So, weiter geht es. W ist gleich QL hoch 4 dividiert durch 6EI. Und wir sind bei x hoch 5 durch 20L hoch 5 minus x hoch 3 durch 6L hoch 3 plus C3 x durch L plus C4. Und natürlich sind wieder w an der Stelle 0 gleich 0. Daraus folgt C4 gleich 0. Und W an der Stelle L gleich 0 und daraus folgt C3 ist also jetzt ein Sechstel minus ein Zwanzigstel und das kann man jetzt eben mit 3 erweitern zum Beispiel. Das kann ich jetzt sagen, das ist wir bringen das auf einen Hauptnenner, der Hauptnenner ist 60 und dann habe ich hier 10 Sechzigstel. Minus 3 Sechzigstel und das sind 7 Sechzigstel. Die Sechzigstel hole ich wieder nach vorne,
dann habe ich QL hoch 4 durch 360 EI. Und wenn ich das Ganze mit 60 erweitere, dann habe ich hier 3 x hoch 5 durch L hoch 5 minus 10 x hoch 3 durch L hoch 3 und plus 7 x durch L. Und das ist jetzt die Biegung an jeder beliebigen Stelle. Das ist jetzt also mein W als Funktion von x. So, da kann ich jetzt zum Beispiel einsetzen, die Biegung an der Stelle L halbe, W an der Stelle L halbe, ist jetzt QL hoch 4 durch 360 EI. Und dann habe ich hier 3 mal 1 halb hoch 5 minus 10 mal 1 halb hoch 3 plus 7 mal 1 halb. Und so kann ich natürlich auch die Verschiebung an jeder beliebigen Stelle ausrechnen. Und jetzt kann man mal gucken, was da rauskommt. Da kommt jetzt also raus 6,5104 mal 10 hoch minus 3 QL hoch 4 dividiert durch EI. Das wäre jetzt also die Verformung in der Mitte. So, die nächste Frage bezieht sich jetzt auf Folgendes. Wir sollen dieses System noch ein wenig ändern und dieser Träger, den ich hier habe, das nenne ich einfach mal W, zum Beispiel W1, wird jetzt durch einen zweiten Träger so abgestützt, der die gleiche Länge hat und der eine bleibt durch die Streckenlast belastet, der andere ist unbelastet und dient nur der Unterstützung. Die Frage ist, welche Kontaktkraft entsteht zwischen diesen beiden Trägern. Dazu wollen wir erstmal gucken, was passiert, wenn ich einen Träger in der Mitte durch eine Kraft belaste. Dann bekomme ich ja im Prinzip eine solche Verformung. Aus Symmetriegründen ist hier die Tangente horizontal. Die Kraft ist F halbe. Und jetzt kann ich sagen, ich bekomme hier in der Verschiebung, in der Mitte eine Verschiebung. Und die ist gerade F halbe mal L halbe hoch 3 durch 3 EI. Ich betrachte das hier also als einen eingespannten Kragarm, der die Länge L halbe hat und der die Kraft F halbe hat. Und dann bekomme ich raus F L hoch 3 durch 48 EI. Auch mit dem Arbeitssatz, wer ihn kennt, sehr gut zu machen. Ich male eine Nullfläche, F mal L Viertel. Ich male eine M1 Fläche, die ist L Viertel. Überlagerungszahl ist ein Drittel und dann sage ich W ist gerade gleich Überlagerungszahl F mal L Viertel L Viertel L dividiert durch EI und erhalte das gleiche Ergebnis. So, was passiert jetzt im vorliegenden Fall? Der eine Träger wird also durch F gestützt und durch diese Streckenlast hier belastet. Der andere wird durch die Kraft F belastet und beide sind natürlich zusammen und haben die gleiche Verformung. Wir kriegen also eine Gleichung raus. Der unbelastete Träger hat in der Mitte die Verformung FL hoch 3 durch 48 EI und wird nach unten belastet. Das hier ist der unverformte Träger. Und der verformte Träger hat W1 und dann kommt minus FL hoch 3 durch 48 EI. So, jetzt brauche ich nur den auf die andere Seite zu bringen. Dann bekomme ich FL hoch 3 durch 2 48stel, das sind 24 EI, ist gerade gleich W1 und löse das nach der Kraft F auf. Und siehe da, ich erhalte die Kraft 5 32stel QL, wenn ich Werte einsetze. So, das ist also die Kontaktkraft, die sich zwischen den beiden Balken einspielt. Jetzt werde ich weiter gefragt, wie groß wird die Verformung dort. Die Verformung in der Mitte ist jetzt auf der einen Seite W 1 minus diese Kontaktkraft F L hoch 3 durch 48 EI und auf der anderen Seite ist F L hoch 3 durch 48 EI. Und wenn ich die Kontaktkraft einsetze, bekomme ich genau die Hälfte von der vorherigen Verformung raus. Da bekomme ich also raus für die Verformung in der Mitte
3,255 mal 10 hoch minus 3 QL hoch 4 dividiert durch EI. So, jetzt wird noch gefragt, an welcher Stelle würde der Balken gegebenenfalls kaputt gehen? Das heißt, wo ist das Moment am größten? Das Moment ist dort am größten, wo die Querkraft 0 wird, denn die Ableitung des Momentes ist die Querkraft. Wir wissen also, M' ist gleich Q, die Querkraft ist minus EIB3 gestrichen, das Moment ist minus EIB2 gestrichen. Das Moment ist dort am größten, wo die Querkraft 0 wird. Das heißt, ich muss hier an dieser Stelle bei B3' gucken, wo das passiert. Das heißt, ich muss nur zu sagen, dass im Prinzip das C1 kann ich einsetzen. X² durch 2L² minus 1 Sechstel ist gleich 0. Das ist äquivalent. X ist gleich L durch Wurzel 3. Das ist also die Stelle, wo es auftritt. Wenn ich will, kann ich das noch hier unten einsetzen und kann sagen, dieses W2' kann ich in das Moment einsetzen. In das hier, dann gibt sich das EI raus und dann kann ich auch noch das Maximalmoment rechnen und das ist dann QL² durch 9 und Wurzel 3, wenn man die Zahlen einsetzt. Ja, damit habe ich das Maximalmoment. Mit diesem Maximalmoment würde ich den Balken bemessen. Wenn ich nur die Dreieckslast habe und keinen zweiten Balken, der in der Mitte unterstützt. Und wie gesagt, an der Stelle x ist gleich L durch Wurzel 3, tritt die ganze Sache auf und damit ist die Aufgabe fertig.